In Tel Aviv begrüße ich meinen Kollegen Kilian Neuwert. Ist schon irgendetwas von der Feuerpause der Vereinbarten zu bemerken? Nein, im Moment noch nicht. Sie soll ja morgen eintreten. Das Letzte, was wir gehört haben, ist, dass ab etwa 10 Uhr Ortszeit am Vormittag damit zu rechnen ist, dass die Waffen dann tatsächlich schweigen. Wobei da die Angaben ein bisschen durcheinander gegangen sind in den letzten Stunden. Zuvor hieß es einmal, ab etwa 6 Uhr Ortszeit solle die Feuerpause eintreten. Da sieht es so aus, als wäre im Moment noch etwas Bewegung drin. Aber wenn die Waffen dann einmal schweigen, dann wird der Austausch Geiseln gegen Gefangene beginnen. Wer soll da gegen wen eigentlich ausgetauscht werden? Da sollen israelische Geiseln, die sich in der Gewalt der Hamas ausgetauscht werden, gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen. Auf Seiten der Geiseln sprechen wir da im Moment vordergründig von Frauen und Kindern, so wie das auch von offizieller Seite bestätigt wurde. Auf Seiten der palästinensischen Gefängnisinsassen oder Häftlinge ist das im Moment noch nicht ganz so klar. Da war zunächst auch die Rede von Frauen und Kindern. Nun wurden Berichte laut, denen zufolge aber auch wohl männliche Jugendliche in Frage kommen, die festgenommen worden sein sollen, weil sie etwa Steine auf israelische Sicherheitskräfte im Westjordan Land geworfen haben. Hier ist für den Moment noch abzuwarten. Der Austausch wird aber wohl so aussehen, dass er vom Internationalen Roten Kreuz überwacht wird. Vertreter des Roten Kreuzes quasi als neutrale Partei sollen, so hören wir aus Katar, die israelischen Geiseln in Empfang nehmen, wenn sie über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gebracht werden. Von dort sollen sie dann abgeholt werden von israelischen Helikoptern, mit diesen nach Israel gebracht werden, wo man mindestens eine, wenn nicht auch mehrere Kliniken vorbereitet hat für die Aufnahme der Geiseln. Sie sollen dann medizinisch untersucht oder erst versorgt werden, dann mit ihren Angehörigen sprechen und sicher auch mit Vertretern des israelischen Militärs oder mit Vertretern von Nachrichtendiensten, die zweifelsfrei großes Interesse haben dürften an dem, was die Geiseln berichten über ihre wochenlange Geiselhaft in der Gewalt der Hamas. Wie wird eigentlich denn das Ganze von der Hamas aufgenommen? Ist das für die Hamas ein Erfolg? Die Hamas, so beobachten wir das hier, könnte das in den nächsten Tagen und Wochen möglicherweise für propagandistische Zwecke nutzen. Denn ihr ist es ja gelungen, durch dieses Abkommen ganz offenbar palästinensische Häftlinge freizupressen in israelischer Haft. Das kann vielleicht auch ein Signal sein in Richtung der Palästinenser im Westjordanland nach dem Motto, wir tun etwas für euch, wir tun etwas für eure Angehörigen. Und man darf nicht vergessen, dass die Hamas diesen Angriff auf Israel am 7. Oktober ja propagandistisch für sich münzt und stolz darauf ist, Israel solches Leid zugefügt zu haben. Es gibt es auch Informationen, dass der Waffenstillstand möglicherweise nicht nur den Gazastreifen betrifft, sondern auch die Grenze zum Libanon, Stichwort Hisbollah. Was wissen Sie darüber? Wir hören davon, es ist also davon auszugehen, dass es möglicherweise auch zu einer Feuerpause im Norden kommen könnte. Das ist etwas, was die Menschen in Israel, ganz konkret im Norden des Landes, schon aufhorchen lässt. Denn die Lage an der nördlichen Grenze in Israel ist sehr angespannt. Wir müssen uns das so vorstellen, dass es dort beinahe täglich zu Beschuss durch die Hisbollah kommt. Die israelische Armee antwortet ihrerseits mit Schlägen, also mit Artilleriefeuer beispielsweise oder mit Luftangriffen auf, so erklärt das die Armee, Stellungen der Hisbollah. Viele Menschen mussten im Norden Israels die Kommunen, die Städte verlassen, in denen sie leben. Sie können dort seit Wochen nicht zurück. Wir waren selbst in den letzten Tagen dort auch wieder vor Ort, nur wenige Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Die Stimmung dort würde ich als angespannt beschreiben, weil die Menschen im Prinzip Tag für Tag damit rechnen müssen, dass sie beschossen werden, dass sie in Schutzräume müssen, dass sie ihre Arbeit unterbrechen müssen, Kinder, die nicht in die Schule gehen können. Und wir haben zuletzt immer wieder Forderungen gehört in Richtung der israelischen Regierung, man möge einmal eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen soll im Norden, denn diese Situation sei längerfristig so nicht tragbar. Aktuelle Einschätzung von Kilian Neuwert in Tel Aviv. Herzlichen Dank.